Wenn ihr das Gefühl habt, nie genug Zeit und Motivation zu haben für all die Projekte, die ihr unbedingt machen wollt, möchte ich euch zeigen, wie ich meine Zeitplanung angehe und ich so einem für mich erfüllenderen Leben näher komme. Denn ihr seid nicht alleine. Wir Menschen sind dazu veranlagt, sich dauerhaft weiterzuentwickeln, um mit den unterschiedlichen Lebenssituationen klarzukommen. Dabei reicht es ja nur, ein paar Jahre in die Vergangenheit zu schauen, wo Maschinen, das Internet oder KI noch nicht auf dem heutigen Stand bzw. gar nicht vorhanden gewesen sind. Um die eigene Existenzgrundlage zu gewährleisten und nicht im Stand der Technik hinterherzuhängen, werden wir einerseits dazu getrieben, neue Skills zu erlernen, weil andere nicht mehr benötigt werden. Andererseits ermöglicht uns das Internet, uns mit unzähligen Themen und Bereichen zu beschäftigen, dass das Leben sich von Grund auf verändert hat. Neben der eigenen Neugier oder dem Zweck, die eigene Langeweile zu bewältigen, ist es bestimmt nicht unüblich, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die in der Gesellschaft besonders gut ankommen, damit man selber nicht alleine gelassen wird. Zumindest kenne ich das von mir so, dass ich viele Projekte wie Lesen, Sport, Musik, YouTube aus beiden Motiven angefangen habe. Und das alles neben dem Studium, Arbeit, Freunde und Familie sowie andere Verpflichtungen einzuplanen, ist möglich, aber hat bei mir entweder zu keinem wirklichen Fortschritt und eher zu einem sich nähernden Burnout geführt. Alles unter einem Hut zu kriegen, hat mich unglücklich gemacht, weshalb sich dahin was ändern soll, wie ich die beschränkte Zeit am effektivsten nutzen kann. Und dafür ist es essentiell, sich zu entscheiden oder Prioritäten zu setzen. Es mag hart klingen, sich für bestimmte Dinge zu entscheiden, weil damit einhergeht, die anderen Dinge außen vor zu lassen, obwohl man sich dafür interessiert. Doch das ist genau das, was dabei hilft, die begrenzte Energie, die man jeden Tag hat, auf die wichtigsten Dinge zu verteilen und so richtiges Wachstum zu spüren. Die daraus entstehenden, realisierbaren Erfolgserlebnisse sind dann genau das, was das Leben Freude gibt und gleichzeitig wieder neue Energie erzeugt, womit die vorerst ausgelassenen Projekte wieder angegriffen werden können. Nur weil man sich am Anfang auf bestimmte Projekte fokussieren wollte, heißt es nicht, dass die anderen Projekte nie wieder gemacht werden können. Bedeutet, die Kunst liegt darin, die für sich und die gerade vorhandene Lebenssituation machbaren Projekte auszusuchen. Womit ich auch sagen will, dass es nicht immer einfach ist. Am Anfang des Jahres habe ich etwa an einem kostenlosen Workshop von Ali Abdal teilgenommen, um das letzte Jahr zu reflektieren und das jetzige Jahr mehr oder weniger komplett zu planen. Darunter wurden dann anhand der eigenen Interessen und Wünsche Ziele und Projekte aufgeschrieben, woraus 5 für das Jahr ausgesucht wurden, die auf jeden Fall durchgezogen werden sollen. Wieso es 5 sind, ist wohl die gute Mitte, damit es nicht zu langweilig oder zu stressig wird. Es hat mir auf jeden Fall geholfen zu verstehen, was mir wirklich in meinem Leben wichtig ist und zu sehen, wie ich meine Zeit hier am schönsten verbringen kann. Dazu nimmt es wirklich den Druck, alles auf einmal machen zu müssen, indem manches schlicht auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird. Ich fühle mich dann nicht mehr so erdrückt von meinen Erwartungen, die teilweise unrealistisch sind, und bin stattdessen wirklich ehrlich zu mir selber, was wirklich erfüllend und befreiend ist. Jedenfalls sind diese Ziele so konkret wie möglich zu beschreiben, sodass genau ersichtlich wird, welche Tätigkeiten zu tun sind, um dieses Ziel zu erfüllen. Dann erschließt sich mehr oder weniger ein Plan, an dem man sich richten kann. Bedeutet, das Einzige, was noch fehlt, ist herauszufinden, wie es im strikten Alltag eingebunden werden kann, was einfacher ist, als man denkt, wenn man eine gewisse Methodik anwendet. Als Beispiel nehme ich mal das Ziel bzw. Projekt von mir, in diesem Jahr einen Halbmarathon zu laufen, weil ich erstmal in die Welt der Marathons, Triathlons und hast du nicht gesehen, reinschnuppern will. Ohne jetzt zu viel darüber zu recherchieren, denke ich, ist es sinnvoll, 2-mal die Woche joggen zu gehen. Um mich als blutiger Anfänger langsam zu steigern, habe ich für mich eine Strecke von 5 Kilometern gewählt, wofür ich mit Cooldown, Abduschen und Ausruhen etwa eine Stunde brauche. Diesen Zeitblock mit Sport geht es nun in den Kalender dahin einzutragen, wo noch Platz ist. Diese Methode, die Tage in mehreren Blöcken aufzuteilen und das in den Kalender so zu notieren, wird auch Timeboxing oder Timeblocking genannt, worüber ich ebenso ein Video gemacht habe, welches ihr hier bei dem i findet. Denn so einen Überblick über den Tag zu haben, hilft mir zu sehen, wo ich eigentlich noch Zeit für so eine Jogging-Session zum Beispiel hätte, statt meine Zeit mit Social Media oder anderen Dingen zu vertreiben. Zusätzlich mache ich es zum Beispiel gerne so, dass ich die Jogging-Session mit dem Einkaufen gehen verbinde, weil ich dann so wieder etwas an Zeit gewinne. Es ist dann nur darauf zu achten, genügend Puffer einzuplanen, dass ihr nicht komplett in Stress geratet, von To-Do zum nächsten To-Do zu laufen, aber auch nicht zu viel, damit ihr nicht in die Gefahr reinläuft, mehr zu chillen, als eigentlich nötig wäre.
Bleibt ihr konsequent und flexibel bei der Gestaltung, werdet ihr Erfolge sehen, wie sie euch vielleicht schon lange erträumt hat. Doch trotz dem ganzen Plan und Erledigen ist es ebenso wichtig, Spaß an der ganzen Sache zu haben. Deswegen ist es nicht abwegig, irgendwann von der ganzen Routine gelangweilt zu sein und sich nach anderen Projekten zu sehen, wobei man Angst hat, den ganzen Fortschritt wieder zu verlieren. Wie geht man mit diesen Situationen um? Das, was uns dazu bringt, Projekte oder Ziele nachzugehen, ist die eigene Motivation. Wie sie zustande gekommen ist, kann extern oder intern passieren. Wenn ich zum Beispiel jemanden sehe, der oder die auf YouTube davon erzählt, mit der Produktion von Videos den Traumjob gefunden zu haben, motiviert es mich, mal wieder anzugehen, um wieder Videos zu machen. Sobald es Schwierigkeiten gibt oder die eigenen Ziele nicht getroffen werden, verfliegt diese von extern erzeugte Motivation wieder schnell, indem eigene Zweifel oder die Vergleiche mit anderen das eigene Können oder den eigenen Zweck hinter dem Projekt überschatten. Was mich jedoch dazu bringt, weiter Videos zu drehen, ist die Möglichkeit, Leuten eine Freude zu bereiten oder ihnen sogar helfen zu können mit der Persönlichkeit oder dem Wissen, welches ich habe, trotz meiner Unwissenheit in manchen Dingen oder Fehleranfälligkeit. Diese intrinsische Motivation spüre ich bei YouTube zurzeit mehr als etwa bei der Musik, weshalb ich Musik auch moderater mache und YouTube trotz längerer Pausen immer wieder anfange, was sich auch erst im Verlauf der Zeit zeigte. Darum ist es wichtig, einfach herum zu experimentieren, welche Projekte wirklich erfüllend sind für sich selber und auch eine Pause davon zu nehmen, wenn es gerade nicht im privaten Leben passen sollte. Infolgedessen bleibt die Motivation auch erhalten, womit es einfacher sein sollte, disziplinierter an die Projekte ranzugehen und es durchzuziehen. Und nur weil es eure Projekte sind, heißt es nicht, dass ihr das alleine machen müsst. Sich mit Freundinnen zum Beispiel darüber auszutauschen oder sich gegenseitig zu pushen, kann auch dabei helfen, in harten Zeiten durchzuhalten. Von der Erfahrung, die ich bisher machen durfte, waren alle Leute interessiert daran, wenn man von eigenen Projekten spricht. Weshalb es an sich keinen Grund gibt, sich zu verstecken. Habt also Mut und ihr werdet sehen, wie verbunden man sich fühlen kann. Die eigenen Projekte zu verfolgen, basiert also weniger darauf, zu versuchen, alles auf einmal auszuprobieren. Vielmehr ist die Schwierigkeit festzustellen, was man wirklich aus intrinsischer Motivation machen will, statt Dingen nachzujagen, von denen man nur denkt, dass es zu einem passt. Denn egal, was andere von einem verlangen könnten, es ist das eigene Leben, wofür man selber verantwortlich ist. Und die Möglichkeit zu haben, es so zu gestalten, wie man will, finde ich, ist ein unfassbares Geschenk. Wenn ihr anders mit dem Thema umgeht oder was von dem Video mitnehmen konntet, bin ich sehr interessiert daran, eure Kommentare lesen zu dürfen. Und sicherlich hilft es nicht nur mir, sondern allen anderen Zuschauern ebenso. Trotz des ganzen Timeblockings und der Motivationsreden etwa, hinterfrage ich ab und an mein Können, weil ich meine Ziele dennoch nicht wirklich erreiche. Woran das liegt, könnt ihr in diesem Video da oder da herausfinden. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und stay significant.